Aber im Allgemeinen sieht's gut aus. Die Klugheit ist immer weiter hochgegangen, die Moral geht immer weiter nach oben, sodass sie auch länger durchhalten, wenn sie jetzt beispielsweise vorne rumlaufen. Deine Klugheit ist noch ganz schön schlecht. Aber das liegt daran, dass wir hier noch nichts für Wissensschergen haben. Aber immerhin, eure Moral und eure Gesundheit sind hervorragend. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ja, die richtig guten Dinge, die kriegen wir natürlich erst am Ende der Forschung. Das war zu erwarten. So, nichtsdestotrotz, wir tauschen jetzt so ein bisschen was aus, wenn wir sowieso gerade die Zeit dazu haben. Ganz viele Atomgeneratoren. Damit hätten wir 312 weniger. Das ist okay, dafür, dass wir dann die Fusionsgeneratoren bekommen, ist das alles in Ordnung. Vorher habe ich einen kleinen Weg hinten gelassen. Jetzt will ich mal gucken. Obwohl, das klappt auch so. Dann bewegen wir das mal noch einen weiter nach vorne. Dann können die nämlich, Entschuldigung, auch hinten noch langlaufen. Das geht. Kostet zwar wieder verdammt viel Geld, aber da müssen wir leider durch. Geht nicht anders. So, bestätigen. Machen wir trotzdem noch 120 Strom plus, das ist völlig okay. Und ihr seid schon wieder völlig K.O., was euer Hirn angeht. Geht doch schlafen. Ja, deren Klugheit und Moral sind nicht gut. Eine Ermittlerwelle ist eingetroffen, jo, ist in Ordnung. Oder ihr müsst einfach mal was essen. Soll helfen. So, Zeppelin auf der Weltkarte. Wir haben die 6 Söldner wenigstens wieder. Gut, dann schicken wir die erstmal dort mit hin. Warten einmal kurz, bis alle Söldner dort waren. Schergen erwarten Transport. Ich auch. Und ich bin natürlich gespannt, ob die Schergen dann ausreichend sind für eine weitere Mission. Ich hoffe ja, dass wir nicht mehr ganz so viele Söldner brauchen. Die letzte Folge war wieder relativ kurz, dafür wird diese hier wieder relativ lang. Müssen wir eben 2 Folgen draus machen, geht nicht anders. Ah, ist wieder so eine Aufgabe, die ein bisschen länger dauert hier. Dadurch, dass wir die Leute erst ausbilden müssen. Wo ist er nur hin? Da. Und wieder 6 Söldner. Ist das euer Ernst, Leute? Ja, dann forschen wir mal weiter. Das Haifischbecken, bitteschön. Kriegen wir alles nebenbei hin. Ach, der blaue Heilige ist ja da. Ja, dann brauche ich hier sowieso nicht rumstehen. Okay. Ja, hier ist alles ausgewechselt. Wir sind bei 532 Strom. Das Ganze können wir natürlich noch weiter auswechseln, werde ich wahrscheinlich auf Screen machen. Da müsst ihr nicht dabei sein, während ich hier so ein bisschen rumbamsel und rumbaue. Und unser Geld sieht noch ganz gut aus. Also wenn wir jetzt auf meine erste Etage gucken, hier ist ja alles voll. Und dann hier unten auch schon fast alles voll haben. Top. Na gut, die Hälfte. Aber das ist in Ordnung. Bei all dem, was wir hier schon mit drin hatten und ausgegeben haben, ist das völlig okay. So und so langsam könnte ich diese Teile hier auswechseln. War die Forschung jetzt eigentlich schon durch? Nee, haben wir noch nicht gemacht. Wir sind jetzt noch bei den Fallen bei, okay. Laserdisco würde ich mir auch gerne mal ansehen. Piu, piu, piu. Dann haben wir hier vorne noch den wunderbaren falschen Safe, den wir auch schon von früher kennen. Es gibt den Todeswelpen, einfach total süß. Und die Venus-Spion-Falle.
nur mit dem Supercomputer erlernbar. Genauso natürlich auch wie die Erhöhung der Moral, der Gesundheit, der Klugheit der jeweiligen Handlanger, genauso auch vom Genie oder eben die Stärkenobergrenze im Unterschlupf, die hier ebenfalls noch 1800 kostet, aber wo man erstmal hinkommen muss. Ja, den Großrechner hätte ich auch gerne. Was macht der? Erzeugt Berichte, wahrscheinlich noch schneller. Interessant ist, dass man dafür den Supercomputer braucht. Müsste man den Großrechner dann nicht hier hinten mit hinpacken? Egal. So, darf ich jetzt? Ich darf, oh wie schön. Ja, wir warten bloß auf eine Aufgabe, um hier den Argwohn zu senken. Ansonsten haben wir gleich richtig große Probleme. Wie viel Argwohn haben wir denn? 37 und 10 erzeugtes. Ist jetzt nicht so das Wahre. Aber Berichte gibt es nicht. A small fire has started in your lair. Was? Wo ist ein Feuer ausgebrochen? A minion is deserting. Ihr wollt mich doch nur wieder zurücklocken, oder was? Toll, jetzt ist der blaue Heilige wieder da. Ach, kommt, leckt mir die Füße. Verdammt. Pause. Was ist hier los? Desertiert, ja. Macht ihn kaputt. Dass der hier überhaupt durchkommt. Wie, der prügelt zurück. Seit wann können denn Biologen prügeln? Emma, da kümmerst du dich jetzt bitte selber drum. Emma? What were you thinking? There had better be a good reason for this. They are all dust. So, erwischt. Way ahead of you. Kann das sein, dass der Gold gestohlen hat? Ich glaube ja. Aber der muss ja schon gezielt danach gesucht haben. Das ist nicht gut. So, hier ist alles jetzt im Lockdown. Ist okay. Wir haben ja eh noch darauf gewartet, dass wir die ganzen Söldner bekommen, also von daher habe ich da überhaupt keine Probleme mit. Wir warten also jetzt nur noch darauf, dass der Lockdown wieder vorbei ist und das ist der Fall. Sehr schön. Zack. So, hinterher da. Und dann brauchen wir nur noch ein paar Söldner, um den letzten Rest fertig zu machen. Wie viele Söldner haben wir denn aktuell? 12. Eigentlich müsste das reichen. Frage ist bloß, wo die letzte Aufgabe auftaucht. Also wir sind ja jetzt einmal quer von hier drüben über Afrika rüber nach Amerika und vielleicht möchte er nach Nordamerika, vielleicht geht es aber noch weiter in den Süden. Das kann ich jetzt noch nicht prognostizieren. Da warten wir auf die nächste Aufgabe. Forschung ist auch abgeschlossen. Sehr schön. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es jetzt darum, die letzte Aufgabe zu finden. Wo ist der denn hin? Er ist auch nicht nach Australien. Ach, da oben. Nordamerika hat einmal einen Kreis gedreht, hat sich dann oben wieder niedergelassen. Gut, dann warten wir darauf, dass Mrs. Foxworth jetzt raus ist. Und sie ist raus. Sehr schön. Dann müssen wir einmal kurz alles senken. Und die 6 Söldner gehen hin. Die letzte Aufgabe, meine Lieben. Dann haben wir auch die Mumie, die mit dem Zeppelin verschwunden ist. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann dauert es vielleicht noch ein, zwei Aufgaben länger. Aber ist auch nicht schlimm. Mein Gott, die Folge ist eh schon zu lang. 30 Berichte. A scheme has succeeded. Dann ist alles wieder hübsch. Und da fliegen sie schon. Ich bin begeistert.
Du hast das Lager des Antiquitätenministeriums gefunden. Lass deine besten Leute einbrechen, damit sie den Sarkophag mitgehen lassen. Okay. Hey, genau dort, wo wir gerade eben alles rausgeholt haben. Ach verdammt, jetzt brauchen wir schon wieder Söldner. Das gibt's doch nicht. Leckt mir die Füße, ist das anstrengend. Das Antiquitätenministerium hat ein geheimnisvolles Lagerhaus voller verbotener Schätze. Deine besten Leute müssen dieses endlose Labyrinth der unbeschrifteten Kisten meistern, um herauszufinden, wo die Mumie versteckt ist. Aha, okay, machen sie. Kriegen sie hin. Wir sind ja jetzt schon bei 3 von 6 Söldnern. Das Gute ist, dass wir 2 Ausbildungsgeräte haben. Das heißt, es geht relativ fix. Und hoffentlich auch fixer als vorher. Nicht so wie das letzte Mal, als wir hier tatsächlich 10 Minuten warten mussten. 4 von 6 Söldnern sind bereit. 6 Techniker ist überhaupt kein Problem. 3 Biologen auch nicht. Wir könnten sogar nebenbei noch eine Forschung in Auftrag geben. Das machen wir mal. Frage ist bloß welche. Verbesserte Wächterstation, verbesserte Sicherheitsstation. Ich nehme das einfach mal, weil ich sonst nicht weiß, was ich machen soll. So, und na, die Söldner sind noch nicht durch. Es fehlt noch einer. Aber immerhin, das ist nicht mehr lang. Und dann kriegen wir hoffentlich auch die harten Bandagen, sprich die Mumie. Und die sind wirklich schon hart. Man bedenkt, dass die ein paar tausend Jahre alt sind. Die riechen schon. Die haben nicht geduscht. Your criminal networks are idle. Consider running some schemes. Jetzt. Ach, sehr schön. So, nebenbei können wir noch ein paar weitere Aufträge annehmen. Das ist überhaupt kein Ding. So wie hier, 120.000, 12.000 jede Sekunde. Her damit. Dann ist das Ganze im Lockdown, aber wir haben jede Menge Knete bekommen. Das ist gut. So lebe ich das. Hier können wir die Berichte nutzen, um den Argwurm mal wieder zu senken. Außerdem gibt es jetzt auch Missionen, mit denen man den Zufluss der Touristen ein bisschen zurückhalten kann. Sieht aus wie die kleine Wunderlampe von Aladdin. So, glaube ich. Ist es das? Ja. Reduziere vorübergehend die Anzahl der Touristen, die zur Basis kommen, um 10. Dabei geht es um dieses Schiff und natürlich 2 Pfeiler, aber im Kleinen sieht es aus wie die Wunderlampe von Aladdin. So, die Leute machen sich auf den Weg. Sehr schön. Wir könnten weitere Wissenschaftler holen für 15.000 Gold. Brauchen wir nicht. Ist gar nicht mein Ansinnen. Aber sie wären schneller ausgebildet. Das auf jeden Fall. Nachdem du jetzt im Besitz des Sarkophags bist, kann dein Team analysieren, welche medizinischen Vorteile sich daraus für deine Schergen ergeben können. Wahrscheinlich gar keine. Erst recht nicht, wenn ich jetzt noch in der Forschung bin. Verdammt. Ach. Ich brauche Kohle. Aber so viel Kohle gibt's nicht. 75, alle 5 Sekunden. 54.000 in einer Stunde. Ist mir zu wenig, aber 6 Arbeiter ist okay, die kommen ja eh nicht wieder. Geht mal hin, ist völlig in Ordnung. Und ich gehe wieder zurück nach Hause und guck mal, was sich hier so ergibt in der Forschungsabteilung. Die Frage ist natürlich auch, welche Art von Forschungsteil die brauchen. Und haben wir zu wenig Biologen, als dass sie hier wirklich zu dritt forschen könnten? Eigentlich habe ich mich um mehr gekümmert. 7, eigentlich 8, ja. Die anderen sind wahrscheinlich noch am Essen, am Machen und Tun. Das ist natürlich wieder nervig, aber mein Gott, darüber kann man hinwegsehen. Das sind so Kleinigkeiten. Es gibt ja nur mal ein Spiel, das Strategie hat. Heißt ja nicht Strategiespiel, weil man alles hingekleckert bekommt und irgendwie einfach bloß die Wege verfolgt und macht, was man will. Ein Strategiespiel ist nun mal, dass man strategisch sich Wege überlegt, mit dem, was gegeben ist, umzugehen. Das heißt, wenn man wirklich alles auf dem silbernen Tablett serviert bekommt, dann ist es auch langweilig. Ja, doch,
die Touristen haben echt zugenommen. Also nicht im Sinne von, sie sind dicker geworden, sondern vielmehr, es sind mehr geworden. Na du dicker Tourist, du. Wer bist du denn? Das ist Bruno Vitali. Der Vitali. Jetzt bin ich gespannt, ob sie auch geändert haben, dass man nur eine Mission immer gleichzeitig machen kann. Ja, nee, haben sie nicht geändert. Ah, ich hab's mir fast gedacht. Schlechter Riecher und gefundenes Fressen sind dann die letzten beiden Missionen, die wir noch machen müssen, bevor wir uns wirklich um irgendwelche Unterweltbosse oder sonst irgendwas kümmern, was offensichtlich jetzt im Moment keinen Sinn macht, denn wir können ja keine weiteren Leute einstellen. Und solange ich nicht irgendeine Aufgabe wiedersehe, mit der ich Furufugukawa dann einstellen kann, brauche ich auch gar nicht weitermachen. In dieser Hinsicht. Fugu Furukawa. Furukawa. So, seid ihr jetzt fast fertig? Ja, 86%. Sehr schön. Und die Chemikerin, die weiß gar nicht, was sie tun soll. Die läuft den ganzen Tag hier bloß blöd durch die Gegend. Aber ich werde auch nicht so viele von denen einstellen. Wollen wir mal ehrlich sein. Die sind ja wirklich nur noch dafür da, die letzten Dinge zu erforschen und gegebenenfalls mal auf irgendeine Jagd nach irgendwas zu gehen. Aber ansonsten braucht man die doch überhaupt nicht. Die Wissenschaftler kann man wenigstens noch an diese Computerterminals setzen. Und die Biologen braucht man genauso wenig. Also theoretisch könnte ich auch die Biologen alle entfernen, wenn sie nicht für manche Aufgaben wichtig wären. Aber dann kann man sie immer noch einstellen und sagen, so, gleich wieder cutten. Auf zum Forschungsmenü. Nächste Forschung. Hier ist Mumiensarkophag, genau. Du hast jetzt den Mumiensarkophag und kannst ihn in ein medizinisches Diagnosegerät stecken. Hinter seinem bemalten Antlitz liegt das Geheimnis, um die Lebensdauer deiner Schergen zu verbessern. Okay. Das klingt interessant. Im Übrigen haben wir doch schon das andere Teil, oder nicht? Das Beuteteil. Rumpelstielchens Spinnrad. Oha, hier ist gar kein Platz mehr. Okay, ich glaube, ich muss meinen bösen Unterschlupf hier erweitern. Die Frage ist, wie? Zunächst einmal so. Ja, hängt der nirgendwo an der Wand. Und ich werde mich darum kümmern, auch gleich für die Tür noch was hinzustellen. Dann können wir die nämlich hier vorne mit hinmachen. Und falls wir noch weitere Gegenstände haben, können die dort mit hin. Bestätigen. Sehr schön. Das heißt, das läuft ebenfalls nebenbei, während wir die Forschung abschließen und damit dann auch die Mumie ohne Konservierungsstoffe bekommen. Emma, dein Unterschlupf wird schöner und größer. Da müssen die erstmal durchkommen. Okay, hier sind wir durch. Sehr gut. Ja. Wir kriegen einfach immer so die Beute vor den Kopf geschmissen. Das ist auch nicht schlecht. Schlechter Riecher und gefundenes Fressen sind die nächsten beiden Missionen, die wir annehmen können. Aber zuvor will ich erstmal unsere ganzen Beutegegenstände aufbauen, denn dafür haben wir sie gekauft. Beziehungsweise geklaut. So. Du kommst mal bitte damit hin. Du gehst da rein. Und du stellst dich hierhin. Alles bestätigen. So, jetzt bin ich gespannt, wenn diese Teile stehen, wie das wohl aussieht, wenn wir das alles haben. Ich meine, das hier ist auch sehr interessant. Macht das wirklich Gold? Es ist eine Spindel, ne? Eines Tages könnte jemand deinen Erstgeborenen von dir verlangen. Bis dahin kannst du so viel Gold spinnen, wie du willst. Das dauert nur ein Weilchen. Hey, ich bin echt gespannt. Wenn wir damit wirklich ein gewisses Einkommen haben, das wäre der Hammer. Fort Knox ist mit dabei. Hier schon mal alles abgeschlossen, alles fertig.
has attracted the forces of justice. Der Sarkophag steht. Time to rest my legs. All of them. Was machen die mit dem Sarkophag? Spindel steht auch. Das ist gerade so interessant, ich möchte gar nicht abschalten. Machen die jetzt echt Gold? Ich würde jetzt gerne alle Netzwerke raushauen, einfach bloß um zu sehen, ob da wirklich Gold reinkommt. Ich glaube ja. Dadurch geht die Klugheit flöten. Was hier jetzt allerdings passiert, weiß keiner, oder? Nee, da passiert nichts. Da ist die große goldene Tür. Von Fort Knox. Oh mein Gott, ist das spannend! Ist genau mein Fall. Meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich kümmere mich dann um die nächsten beiden Aufgaben. Also vielleicht nicht... Oh, 5000. Das hat sich gelohnt. Die dürfen ruhig öfter Gold spinnen. Bis nachher.